Jetzt habe ich mich gefragt, welche Objektive oder welche Kameras soll ich denn mitnehmen nach Wien zum Fotoworkshop? Und wie geht es an? So, jetzt geht es dann zum Workshop nach Wien und ich bin am Überlegen, was nehme ich denn da so an Ausrüstung mit? Ausgegangen bin ich von den Speichermedien. Ja, und dann war meine erste Idee, ich nehme SD-Karten mit. Da passt eigentlich nur die Spiegelreflexkamera. Was geht mit nach Wien? Auf jeden Fall meine Canon EOS 650D mit dem 1835er. Dann habe ich da noch eine Rolle Kodak Gold 200. Ein Kodak Ultramax, allerdings nur 24 Bilder. Ein Kodak Ekta 100, 36 Bilder. Ein Kodak Porta, Mittelformat. Fürs Mittelformat nehme ich die Netta mit. Eine Zeiss-Ikon Klappfalterkamera. Funktioniert tadellos, hat einen Sportsucher. Hören wir uns die Zeit nochmal an. Ich habe da ein 25stel. Ich habe da ein 50stel. Ich habe da ein 100stel. Und zu guter Letzt noch das schnelle 200stel. Das Objektiv hat einen Blendenumfang von 4,5 bis 22, kann man da vorstellen. Ich könnte sogar einen Blitz anschließen. Ob das einen Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ein Zebra, 50 mm. Ein 29 mm Weitwinkel. Ein 30 mm Weitwinkel. Die Praktika MTL5B, die mich am längsten in meinem Leben begleitet hat. Und die Praktika SuperTL mit dem E. Ludwig Merida 50 mm. Ein Blitz. Ein Stativ. Geht. Geht. Geht auch asymmetrisch. Geht knapp.
Die beiden Blitze für die digitale. Vielleicht geht es sich aus. Mein Lunar 6F, nachdem die analogen alle keine Batterien drinnen haben. Sogar mit dem Spot-Vorsatz. Na, dann lassen wir es losgehen.